In diesem Video geht es um Dokumentenverwaltung in Darkbird. Darkbird bietet die Möglichkeit, Dokumente zu verwalten und Dokumente an verschiedene Objekte zuzuordnen, quasi anzukleben. Das geht sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden, Objekte, für Alarmverfolgung, für Revierdienste und einige andere Elemente in Darkbird. Und ich zeige das jetzt mal exemplarisch anhand von Mitarbeiterdaten. Und die Verwaltung der Dokumente sieht eigentlich immer gleich aus. Hier jetzt, wie gesagt, am Beispiel eines Mitarbeiters. Man geht auf die wählt den Mitarbeiter aus, wählt den Menüpunkt Dokumente und hat jetzt hier die Möglichkeit, Dateien hinzuzufügen. Wir machen das jetzt mal exemplarisch anhand eines Ausweises. Nehmen wir einen Musterausweis. Und jetzt besteht noch die Möglichkeit, jedwedem Dokument ein Ausstellungsdatum zu geben. Hier machen wir es mal exemplarisch für den April. Und ein Wiedervorlagedatum. Nehmen wir mal den 1. Mai. Wiedervorlagedatum bedeutet in diesem Fall, dass zum Beispiel ein Führungszeugnis oder auch ein Ausweis oder ein Führerschein in regelmäßigen Abständen vorgelegt werden müssen. Man trägt hier jeweils mal die nächsten ein. Wenn man das Ganze jetzt speichert, sieht man dieses Dokument, das jetzt diesem Mitarbeiter zugeordnet ist. Man könnte jetzt auch noch den Dateinamen bearbeiten oder das Dokument entsprechend herunterladen. Und um jetzt das Wiedervorlagedatum zu kontrollieren oder zu überprüfen, welche Dokumente denn auf Wiedervorlage liegen, gibt es im Menüpunkt Auswertung die Nachverfolgung. Und hier werden dann tabellarisch alle Dokumente angezeigt, deren Wiedervorlagedatum abgelaufen ist. Das kann man sich auch aussuchen, bis wann das ist, und das Ganze auch als Excel exportieren. Und so hat man eigentlich immer einen wunderschönen Überblick darüber, welche Dokumente überarbeitet werden müssen.